So, moin moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal aus einer ganz besonderen Location. Und zwar sind wir hier heute im Collection, in dem bald neuen Office. Und heute, das ist ganz Besonderes, nämlich der gute Erwin, Kunde und guter Freund von deiner Agentur ESP Media. Du machst heute ein ganz geiles Event. Ja, mein Name ist Erwin Sperling, ich bin Gründer und Geschäftsführer von ESP Media. Heute organisieren wir das erste Networking-Event hier im neuen Office in Köln am Rudolfplatz. Und ja, wir haben einige Content-Creator eingeladen, Kunden und Partner von uns, und organisieren ein bisschen was, mal Input für die, und ja. Nehmen wir mal die Leute mit, bis sie da. Ja. So, und jetzt nach einer kurzen Mittagspause sind wir gerade in einem Workshop, wo sich die Creator mal gegenseitig kennenlernen. Und ich finde, das ist doch mal der perfekte Zeitpunkt, dass Erwin euch gleich mal ein bisschen erzählen kann, was er denn überhaupt so macht, was überhaupt sein Angebot ist und warum hier überhaupt die Creator da sind, die Influencer, alle aus derselben Content-Richtung. Ich habe eine Agentur für Influencer-Marketing-Management im Bereich Infocontent. Das heißt, wir unterstützen Infocontent, Influencer, dabei quasi zu mehr Reichweite, zu besseren Werbedeals, generell deren Content zu verbessern, deren Zielgruppe genau zu bestimmen und so einfach auch mehr Geld zu verdienen und eine solide Selbstständigkeit aufzubauen. Und heute haben wir ein Networking-Event für die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, organisiert. Und natürlich habe ich Adrian dabei auch unterstützt, generell bei der ganzen Organisation, ganz auch für die Gäste angenehmer ist. Und ja, war ein cooles Event und wird es sicherlich mal weitere geben. So, mittlerweile sind wir durch. Ich glaube, es ist mittlerweile 6:30 ungefähr. Einige sind auch schon gegangen. Du hast jetzt gerade noch Abmoderationsvideos gedreht mit den Leuten. War geiles Feedback auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Stabil heute gewesen. Ja. Ganz Event. Definitiv geile Location. Ich muss sagen, ich freue mich, wenn wir in der Woche einziehen. Ja. Geile Sache. Es war gut, dass ich mich vorbereitet habe. Ja. Weil es war so was ganz Neues, vor Leuten zu sprechen. Das war das erste Event, was ich organisiert habe für meine Agentur. Und ein bisschen Vorbereitung ist auf jeden Fall gut. Ich fand es aber auch gut, dass ich mich nicht zu sehr vorbereitet habe. Also ich habe so ein gutes Mittelmaß gefunden, weil ich konnte halt übel gut auf die Leute eingehen und die mit einbeziehen, weil es sind ja irgendwo Kunden bzw. Partner für die Agentur. Und ich finde es auch extrem nice, nicht immer nur über Zoom zu sehen. Alleine aus Marketing-Sicht ist es halt extrem gut, ne, weil du halt viel Content produzieren kannst. Du kannst zeigen, hey, guck mal, wir machen auch was für die Kunden. Das heißt, die generieren jetzt nicht nur Geld, sondern wir liefern denen dann wirklich auch also physischen Mehrwert, indem wir solche Events organisieren. Und einfach den Leuten was zurückzugeben. Also ich glaube, das hat so am meisten die Erfüllung gebracht. Und irgendwie, es hat auch von der Realität her gezeigt, ey, guck mal, es ist halt wirklich ein Geschäft, was ich hier aufbaue. Und es bietet den Leuten tatsächlich Mehrwert. Und das habe ich halt quasi heute auch noch das erste Mal gespürt. Das ist greifbar, ne? Ja, genau. Es war greifbarer als jetzt über Zoom nur oder über einen WhatsApp-Chat oder sowas. Ja, voll. Würde ich auch genauso unterschreiben. Ich finde es auch mal wichtig, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, was aufbaust, Kunden hast, auch mal physisch dich mit denen zu treffen. Gerade jetzt, wo es wieder gut geht, wo die Zeiten wieder normal sind und man auch sowas mal machen kann, kann man das auch richtig gut nutzen. Das ist ja ein Geben und Nehmen mit Kunden immer. Deswegen eine super geile Sache. Ich denke, man hat hier ein paar Eindrücke gesehen, wie das heute aussah. Auf jeden Fall richtig geiler Job. Richtig gut vorbereitet gewesen. Ich würde sagen, jetzt gehen wir nochmal, wie schon gesagt, was essen. Ein paar Blubbern. Und dann sehen wir uns vielleicht dann mal wieder.